Hallo liebe Freunde, vielen herzlichen Dank fürs Einschalten und willkommen zu einem neuen kleinen Video. Heute beschäftigen wir uns mit dem Videovorschlag, was wäre, wenn Kion es nicht rechtzeitig zum Baum des Lebens geschafft hätte. Wenn du dich für König der Löwen, die Garde der Löwen oder Willkommen im Haus der Eulen interessierst und dir meine Videos gefallen, kannst du meinen Kanal gerne abonnieren, um keine neuen Videos zu diesen Themen mehr zu verpassen. Ja gut, dann starten wir los mit dem Video. In Staffel 3 von Die Garde der Löwen erlitt Kion einen Schlangenbiss, der eine Narbe zurückließ. Diese verschaffte ihm nicht nur eine optische Ähnlichkeit zu Scar, sie ließ ihn auch böse werden. Und um das zu verhindern, schickte Rafiki ihn und die Garde der Löwen zum Baum des Lebens. Dort könnte man die Wunde von Kion als auch die verletzten Augen von Ono heilen. Und so machte sich die Garde der Löwen auf einen langen, beschwerlichen Weg zum Baum des Lebens. Und hier stoppen wir das Ganze mal. Denn während sie es in der Serie rechtzeitig zum Baum des Lebens schaffen, gehen wir jetzt mal davon aus, dass sie sich vielleicht an der einen oder anderen Stelle verlaufen. Was würde mit Kion passieren? Wir konnten in der Serie immer wieder Szenen sehen, in denen Kion, ich sag mal, von seiner bösen Seite übernommen wurde. Er wollte nur noch zum Baum des Lebens und wollte den Tieren, die in der Umgebung Hilfe brauchten, einfach keine Hilfe bieten. Die anderen in der Garde der Löwen sahen das etwas anders. Sie sahen es als ihre Pflicht als Löwengarde für die Tiere da zu sein und ihnen zu helfen, wenn sie Hilfe brauchen. Jedoch kostete das immer wieder Zeit und Kions Geduld ging immer weiter zur Neige, worauf es immer wieder Streitigkeiten zwischen ihm und Mitgliedern der Garde der Löwen gab. Und diese internen Spannungen würden einfach nicht nachlassen. Es käme immer wieder zu Situationen, wo Kion mit Fuli oder Banga oder Beshti oder Ono oder Anga streiten würde. Und jedes Mal, wenn ihm Makini Tolisa-Pflanzen anbot, wurde er noch wütender. Immerhin ging es ihm ja gut und er brauchte keine Hilfe, behauptete er zumindest. Doch eines Tages eskalierte die Situation. Es war vielleicht morgens oder abends oder mittags und die Garde wollte eine Pause einlegen nach einem langen Marsch. Doch das kam für Kion gar nicht in Frage. Es würde wieder nur unnötige Zeit kosten, außerdem waren sie jetzt schon so spät dran. Fuli versuchte auf ihn einzureden und ihm die Situation zu erklären. Doch Kion wollte von den Ausreden nichts mehr hören. Er befahl der Garde weiterzugehen, doch diese weigerte sich. Sie blieben an Ort und Stelle stehen, um sich auszuruhen. Und das brachte das Fass zum Überlaufen. Es kam öfter vor, dass Kion aggressiv wurde, doch dieses Mal konnte ihn nichts mehr stoppen. Er knurrte seine Freunde an und machte ihnen vielleicht auch noch Vorwürfe. Sie seien schuld daran, dass er so leidet. Oder dass er ohne sie viel besser und viel schneller dran wäre. Und plötzlich begann er zu brüllen. Das Gebrüll erfasste seine Freunde und fegte sie weg. Es wirbelte Staub auf und es entwurzelte Bäume. Und als sich der Staub gelegt hatte, war von seinen Freunden weit und breit nichts mehr zu sehen. Und Kion kam wieder zu sich. Und während er versuchte zu realisieren, was gerade passiert war und was er getan hatte, verschwand das Symbol der Garde der Löwen auf seiner Schulter. Jetzt hätte ich wieder drei Theorien, wie das Ganze weitergehen könnte. Beginnen wir mit den zwei unrealistischeren. Theorie 1, er versucht zurück zum Königsfelsen zu kommen. Er würde sich unendliche Vorwürfe machen und er würde glauben, dass er es nicht allein zum Baum des Lebens schaffen könnte. Deshalb macht er sich wieder zurück auf den Weg zum Königsfelsen. Allerdings glaube ich nicht, dass er zurückgehen würde. Immerhin hat er gerade alle seine Freunde mit dem Gebrüll beseitigt. Und in Theorie 2 würde er jetzt zum Baum des Lebens gehen. Das halte ich für wahrscheinlicher, aber ich glaube trotzdem nicht, dass er das tun würde. Denn wenn er dort aufkreuzt und von seiner Situation erzählt, weiß ich nicht, ob man ihm dort helfen würde. Zumindest glaube ich nicht, dass er direkt durchkommen würde. Denn die Nachtschar würde ihn sicher nicht durchlassen. Vor allem, wenn er erzählt, was er getan hat. Theorie 3 und für mich das eher wahrscheinlichste ist, dass er vielleicht abhauen würde. Immerhin hat er kein Gebrüll mehr, er hat seine Freunde erledigt und er hat eigentlich keinen Ort, wo er hingehen kann, ohne dass er mit seiner Schuld konfrontiert wird. Denn egal ob am Königsfelsen oder am Baum des Lebens, man würde ihn definitiv anders sehen als vorher. Also ich glaube, dass er abhauen würde. Vielleicht würde er versuchen, ein neues Leben zu beginnen, ein Leben, in dem er niemanden verletzen kann. Jedoch würden ihn die Schuldgefühle immer wieder einholen und auch die Narbe würde ihm immer mehr zusetzen. Und so glaube ich, würde er irgendwann an seiner Bosheit vergehen. Aber wie seht ihr das? Glaubt ihr, dass das Ganze so laufen würde oder habt ihr eine eigene Theorie? Dann schreibt sie mir gerne in die Kommentare. Ich hoffe, euch hat das heutige Video gefallen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin, ciao!